Herzlich willkommen zurück zu Tales of Cilia. Ja. Ich wollte euch einfach nur mal den Teaser-Screen zeigen. Aladi Seehafen. Ich erinnere mich. Ja, meine letzte Aufnahme-Session ist schon etwas her. Gebe ich ehrlich zu. Ich kam nicht mehr dazu, Tales of Cilia aufzunehmen. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit und ich freue mich richtig drauf. So, schalte die Bedrohung am westlichen Hafen von Aladifat aus. Westlichen Hafen, Bedrohung am See. Westlich vom Aladifat, so rum. Hören wir uns erstmal das an. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Ja, Jude ist ja fast süß. Zum westlichen Hafen. Ich guck mir mal kurz die, zum westlichen Hafen immer noch. Ja, da oben ist eine... Ach, ich laufe einfach rum und guck, was passiert. Das ist so meine Masche. So mache ich das immer. So bleibe ich bei. Ja, toll, wieder ein Video. Mine too. Wait, you two have orbs too? Great! We should try linked combat. What's that? Lilium orbs are handy things. They let you sense your companion's intent. That's a huge advantage in battle. You can coordinate your thoughts to pull off combination attacks. We call this linking. Sounds great, but how do we do it? Try it and see for yourself. Focus your consciousness into the Lilium orb. Ja, schön. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie das mit den Lilienkugeln verbinden geht. Ach, da kommt's. Ja, mach mal Tutorial wie immer. Wende Steuerkreuz links, um eine Verbindung einzugehen. Wow. Drücke Steuerkreuz in die Richtung des Verbündeten, mit dem du dich verbinden möchtest, um als Paar zu kämpfen. Ja. Ach so, weiter erstmal. Drücke in die Richtung des Verbündeten. Ja, okay, it's time to flank them. Näher dich den Feind und umzingle ihn. Ja, okay, ich habe zwar gefällt, aber er hat's gut gemacht. Näherst du dich deinem Feind, bewegt sich dein Partner hinter ihn und du kannst den Gegner von der Seite angreifen. Ein Feind von hinten zu treffen erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer und erhöht deine AZ. Schön. Kann ich jetzt angreifen? Tatsächlich. Hey, watch your back. Ja. Nennt sich dein Feind von hinten, reagiert dein Partner. Interessant. Er schützt sich von den Angriffen von hinten und reduziert so die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. In Strategiemenü kannst du das Verhalten deines Partners ändern. Schön, schön. Aber jetzt wurde ich angegriffen. Achso, jetzt hilft er mir auch. Jude's Partnerfähigkeit. Jude's Partnerfähigkeit wiederherstellen. Mit Jude als Partner heilt er dich, wenn du in die Luft gesteuert wirst. Interessant. Diese Gefahr besteht vor allem bei Kraftgegnern. Eine Verbindung mit Jude empfiehlt sich also. Er könnte sich sogar von einem K.O. wieder erwecken. Füll die Anzeige, in wen du angreifst. Ja, von mir aus. Verwende Windlanze um R2, wenn das Symbol leuchtet. Wie war denn die Windlanze? Muss ich kurz nachgucken, wa? Ups, das wollte ich nicht. Naja, jetzt habe ich das Menü da über... Windlanze war nach oben und Kreis. Ja, ich drücke die ganze Zeit. Ich glaube, da habe ich gerade leicht gefehlt. Aber ich probiere es einfach nochmal. Ja. Interessant, interessant.
Wenn du verbunden bist und angreifst, wird sich die verbundene Arztanzeige links. Die Anzeige hat 5 Segmente. Wirkt eine Art, wenn ein Segment ganz voll ist. Also wirkt ein... Je nach Partner kann es sein, dass das Symbol verbundene Arzt erscheint. Drücke R2, während das Symbol angezeigt wird, um eine mächtige verbundene Arzt zu wirken. Klingt logisch. Okay. Die Anzeige bewegt sich nur dann in den nächsten Segment, wenn du dein verbundenes Arzt verwendest. Ja. Okay, Mila kann ja auf einmal wieder richtig gut angreifen. Man erinnerte sich, sie hatte da ja so ein Training. Ich mach nochmal so ein verbundenes Arzt. Aber er war schneller tot, als ich das machen konnte. Gut, Jude hat ein Level ab. Ich fühle mich viel besser, dass ich nicht alleine kämpfe. Right there with you, buddy. Interessant. Wildgrassamen erhalten. Verbindungsgrundlagen 3. Im verbundenen Zustand arbeiten Partner zusammen, um ihre Gegner zu umstellen und sich gegenseitig Rückendeckung gegen feindliche Angriffe zu geben. Aus diesem Grund ist es mit einem Partner leichter, kritische Treffer zu landen und sich vor kritischen Treffern der Feinde zu schützen. Schön. Sehr schön. 3 Waypoints. Ja, die verteile ich auch gleich, weil ich lustig bin und Spaß dran habe. Aber erstmal gucke ich mir nochmal die Karte an. Westlich. Na, ich gehe einfach mal weiter nach Westen. Ich dachte, das wäre schon der Weg. Aber das war noch nicht. So, Mila hat nur noch einen. Den spare ich mir mal noch. Er hat 3. Wo gehe ich hin? Ich gehe dahin. Und gehe dann dahin. Was habe ich jetzt überhaupt aktiviert? Habe ich nicht drauf geachtet. Folgender Satz: sehr Bruchschlag erhalten. Ein dreifacher Gewitter aus Schlägen und Tritten, der das mit Ende des der Gegner in der Luft gesteuert wird. Interessant. Ja, ich habe mir überlegt, mit ihnen gehe ich hier so rum. Mit Mila mache ich das hier erstmal so vollständig. Und mit ihnen. Das ist eine gute Frage. Ihn lasse ich aus, weil er doof ist. Fertig. Nein. Mal gucken. Hier haben wir schon wieder einen Speicherpunkt. Speichern wollte ich jetzt aber noch nicht. Ich möchte noch hier ein bisschen rumkämpfen. Und so. Okay, die Verbindung steht gleich noch. Die kämpft ja nun besser als vorher. Ja. Achso, das ist wahrscheinlich alles durch die Verbundenheit da. Okay, geht wohl nur bei Windpflanze. Oder ich habe nicht lang genug gedrückt. Das kann natürlich auch sein. Ah ja, Spinnennetz und ein Orangegummi. Ich laufe hier weiter durch die Weltgeschichte. Warte. Der Monsterhaus warten. Ja, ich studierte Selbstdefense, als ich ein Kind war. Sie sagen, dass selbst die besten trainierten Soldaten in der Lage sind, in der Face von echten Kampf. Yet you seem completely together. Well, I had a friend I trained with who used to shout sparring time and attack me out of the blue. So it's probably thanks to her. I see. I'd always wind up on the ground covered in bruises. I'm sorry to dredge up such painful memories. What? No, it's not like that. Don't all bullied children say that? Bullied? That's not what... Wait. Was it? Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden es so schnell nicht herausfinden. Naja. So, mal gucken. Ich mache nochmal so ein Feuerangriff. Das jetzt mal länger gedrückt. Nö. Aber interessant ist sogar... Ja, okay, das hat man auch gesagt. Je nach Kombination, in welcher Richtung ich drücke. Ja, das wollte ich gar nicht machen. Egal. Naja. Mit seinem komischen Schwert und seiner Pistole erinnert er ja doch schon ein bisschen an Squall mit seiner Gunblade. Aber er kommt ja ganz gut mit den Gegnern klar. Er hat auch jetzt 3 Waypoints. Aber ich sammle die jetzt erstmal. Ich möchte da nicht jedes Mal ins Menü gehen und die einsetzen. So, ich starte gleich mal. Okay, das war sehr zu schön gewesen, um wahr zu sein. Was ist denn das für ein Vieh da hinten? Ist das ein Monster-Eichhörnchen? Das sieht gemeingefährlich aus. Es sieht ängstlich aus. Es ist schlimmer als das lila Vieh von dem Cover. Von dem Steelbook. Das ist scheußlich.
Trank des Lebens, Landkrabbe und Wildgassamen. Ja, mal gucken. Ich weiß ja, ich kann ja noch eigentlich gar nicht viel machen mit den ganzen Items, außer sie einsetzen. Ey, warte mal. Ich will nach links. Rechts gucke ich mir später an. Den Gegner hier nehme ich mit. Weiß gar nicht, ob es hier auch wieder so Hinterhälter gibt. Ja, mach mal. Beschütz mich kurz, während ich das hier mache. Ach, warum klappt es denn jetzt nicht mehr? Habe ich da schon wieder was verpasst? Fail ich schon wieder? Ja, nichts Neues. So, jetzt macht das. Ach so, stimmt, das da muss leuchten. Jetzt kann ich das so machen. Und weggepawnt. Ja. Ich würde sagen, wenn die nächsten ein Level up haben, also Mila und Jude, dann kann ich auch mal wieder die verteilen. Zweimal Apfelgummi, 15 Besitz. Habe ich schon vorgelesen, muss ich nicht nochmal tun. Ich möchte wissen, was da in der Ecke drin ist. Das sieht so verdächtig aus. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Und mein Glück ist da jetzt ein Mimik drin, weil das zu offensichtlich ist. 600 Geld an. Na gut, war jetzt nicht der Oberburner, aber es war immerhin etwas. Da hinten leuchtet was, das knüpfe ich mir auch gleich vor. Das ist ein Sack. So. Ja, ja, ja. Boah, ich prügel den hier halb aus dem Feld raus. Hier, Kasten Feuerwerk. Die brauchen mir ein bisschen zu lange zum Zaubern. Geht das nur ein bisschen schneller? Ja, ich... was wollte ich sagen? Ich versuche das mal zu sparen. Normale Angriffe und Art-Serie. Wenn immer du nach einem normalen Angriff eine Art verwendest, hilft es deinem Verbindungspartner. Bei der Bezahlung der TP kostet... Was nochmal? Hilft dir dein... Achso, bei der Bezahlung der TP kostet das Art. Wenn du einen normalen Angriff nach einer Art verwendest, profitiert auch dein Verbindungspartner vom TP-Wiedererstellungseffekt des normalen Angriffs. Indem du also bei einem Kombos zwischen normalen Angriff und Art wechselst, kannst du deinen TP-Verbrauch optimieren. Interessante Wendung, würde ich mal behaupten. So, was haben wir hier? Seltsames Fragment. Haben wir auch schon das eine oder andere. So, den Wolf knöpfe ich mir hier noch vor. Ich hab doch sicher noch mal... Wasserschutz. Ja. So, das Ding da wird immer höher, wa? Ja. Ich möchte nochmal gucken. Ich hätte mir vorhin zwar gleich die Arts besser durchgucken können. Schwall? Das ist Aqua Protection. Na, wenn du möchtest, Mila. So, Kollege Schnürschuh, wir sind schneller als du. Die Power, die Kraft von Maxwell. Na bitte, Wildgassamen. Davon habe ich ja schon eine ganze Menge. So, ich habe hier doch was Leuchtendes gesehen. Oder? Oder, oder? Sage ich ja. Kupfererz. Dreimal. Jetzt haben wir drei davon. Ein starkes, kupferhaltiges Erz. Interessant, interessant. So, da vorne ist noch dieses komische, angsteinflößende Vieh. Ich mag es nicht, deswegen hau ich es. Das erinnert mich irgendwie an eine Zelda-Figur, ganz ehrlich. Ich weiß nicht warum. Naja. Okay, Windblade habe ich jetzt so... Apropos, wie war denn abblocken? So, jetzt hat Mila ein Level up und noch einen Kampf, dann hat auch Jude ein Level up. Und dann gucke ich mal, wie ich weiter verteile. So, ich möchte jetzt aber erstmal hier lang gehen. Westliche Abzweigung. Ja, das hört sich gut an. Ja. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Dann... Okay, eigentlich wollte ich die nur einmal einsetzen. Irgendwie läuft... Ah, ich mache jetzt mal das hier. Hey, beschütz mich du. Ja.
Jetzt bin ich tot und er hat mich wiederbelebt. Gut, gut. Wenigstens etwas. Deswegen habe ich gerade so geschwiegen, weil ich gehofft hatte, er bringt mich nicht unbedingt um. Aber er hat's getan. Wildgrassamen wieder Trank des Lebens. Ach, er ist auch fast tot. Der Alvin. Dann Objekte. Apfelgummi habe ich ja ein paar. Dann heile ich mal alle ein bisschen hoch. Und wenn ich schon im Menü bin, gehe ich jetzt auf Lilium-Kugel, weil Jude hat sein Level erreicht. So, bei ihr wollte ich jetzt auf jeden Fall Stärke weitermachen. Und das hier. Und dann brauche ich sogar noch den dritten dafür. Windschutz. Ja, was macht denn das? Erhöht die Resistenz gegen Wind um 30%. So, mal gucken, was haben wir hier? Hier haben wir Int. Ah, vielleicht auf den erhöht die Wahrscheinlichkeit, Krankheiten durch elementare Angriffe zu verursachen. Mhm. Wirkt auf die Bewegungsgeschicklichkeit und auf P-Angriff und P-Verteidigung aus. Ja, dann gehe ich jetzt darüber. Das hört sich doch mal interessant an. Ach so, haha, ich hatte natürlich noch mehr zu verteilen. So, mit ihnen wollte ich hier rumgehen. Gehe ich mal weiter. Zauberschutz. Er verringert den magischen Schaden beim gleichzeitigen Drücken von Viereck und nach hinten. Dann gehe ich jetzt noch hier hin. Hab ja jetzt die Punkte. So, haben wir gleich ganz viel voll bei ihnen. Levelwiederherstellung. Stell beim Aufstieg in einen neuen Level alle KP und TP wieder her. Das ist doch mal interessant. Ich dachte, das wäre automatisch dann. Sowas hat er. Ist das überhaupt? Kraftpunkte sinken sie auf 0, ist sehr viel hohe K.O., bla bla. Stärke wirkt sich auf die Angriffe. Ja, dann mache ich. Das sage ich zwar schon mal, aber dann gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Dann gehe ich hier rüber. Ach, das geht nicht, weil ich erst das hier machen muss. Na, dann bitte das. TP-Kombo-Hilfe. Ach, keine Lust zu lesen, Entschuldigung, Leute. Gehen wir mal Fertigkeiten angucken. Du kannst das Fehler zum von den erlernten Fertigkeiten einzustellen. Fertigkeiten werden nach im Effekt in drei Kategorien eingeteilt. Parameter, Aktion und Hilfe. Stärkere Fertigkeiten erfordern dann mehr FP. Du kannst sie nach Belieben einstellen. Okay. Die markierten Fertigkeiten wirken sich auf Verbindungspartner aus. Stell die richtigen Fertigkeiten ein und die führen mit der Verbindung führen zu dramatischen Effekten. Öffne beim Kampf das Menü R1, um eine aktuelle Fertigkeiteneinstellung zu sehen. Jo. Ich möchte das. Windschutz, warum nicht? Ja, was ich hab, hab ich. Was ich bekomme, weiß ich nicht, wa? So. Der hat seine schon ausgerüstet. Ja. Wunderbar. Bevor ich hier weiter spiele, beende ich mal die Aufnahme und zeige euch, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich hoffe, ihr schaut mal bald wieder vorbei. Bis dann. Das war's mit Tales of Cilia Part 5. Bis dann.